Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen auch gleich los. Und zwar die durch Feuer gehen. Wir sollen jetzt die körperlichen Leistungsfähigkeiten abschließen. Und das machen wir jetzt mal. Ich bin mal gespannt, was das jetzt wieder für Fragen sein werden. Zielzeit. Aha. Okay. Wir müssen wahrscheinlich. Der Kampf beginnt in 15 Sekunden. So, wo müssen wir denn hin? Ah, da ist so ein Pfeil. Ich vermute mal, dass wir hier lang rennen sollen. Prüfung eingeleitet. Ersten Kontrollpunkt aktivieren. Ah, hier. Keine Zeit, Kumpel. Sind wir hier richtig hier drin? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Boah. Aufseher-Logbuch. Charles Capitol. Wenn West Virginia immer noch von der Automatisierung beherrscht wird. Wir sind hier falsch! Oh weh. Das ist ja jetzt meine Mission hier, du. Ich weiß auch nicht so genau, wo wir hinrennen sollen, gell? Das weiß ich auch nicht. Die Bürokratie läuft immer noch wie geschmiert, ohne dass sie irgendwelchen Leuten dient. Ich kann nichts machen. Sollte uns zu denken geben. Du bist eh viel geschlagen, sehr gut. Als wäre es ein ganz normaler Tag in Amerika. Irgendwas zwischen seltsam beruhigend und vollkommen irrsinnig. Aber dieses alte Gebäude birgt eine Menge Geheimnisse, die es zu finden gilt. Mann. So, jetzt schauen wir mal, wie wir hätten weiterlaufen müssen. Und zwar dann hier wohl hier rüber. Jetzt nur die Frage wegen dem Gebäude, ne? Jetzt waren wir da kurz drin. Sollen wir da drin noch was machen oder nicht? Oder ich weiß es nicht. Ne, lass mal bleiben. Wenn wir da drin anfangen zu suchen und zu sammeln. So. Pfeil zeigt in die Richtung. Gehen wir mal da weiter. Ah!
Und jetzt? Ich will keinen neuen Pfeil. Wie bedeutet es einfach immer weiter rennen? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Zwischendurch kamen doch auch nochmal neue Zeichen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Zu dem letzten Fall. Genau, hier war der letzte Fall. So, jetzt schauen wir mal. Ich hab hier weiter rennen. Hier ist kein Pfeil. Das bedeutet wahrscheinlich einfach immer weiter geradeaus laufen, oder? Ah, hier! Da sind neue Pfeile. Ah, das ist ja wieder das Gebäude hier. Und dann hier wieder hoch, okay. Und wahrscheinlich dann wieder hier drücken. Okay, gut. Das ist eigentlich jetzt nicht so wild, wenn man weiß, wo man langlaufen muss. Okay. Prüfung beginnt in 15 Sekunden. Darf man schon laufen? Keine Ahnung. Prüfung eingeleitet. Ersten Kontrollpunkt aktivieren. Ah, okay, hätten wir eben machen müssen. So. Denn jetzt passieren? Hä? Hä? Wo sind denn die Pfeile hin? Hä, da waren auch die ganze Zeit vorhin immer Pfeile. Wo sind die denn jetzt? Bin ich blind? Kann ich nochmal von vorne anfangen? Ich versuch's jetzt mal nochmal von vorne anzufangen. Nee, geht glaube ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Hey, ich laufe hier rein? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, weil eigentlich waren hier immer so schön Pfeile, aber es gibt eh nur den Weg. Hey, hier. Seht ihr das? Hier stimmt sowieso irgendwas nicht. Weil da ist wieder ein Pfeil. Sehr schön. Wundervoll. Jetzt sind wir eh wahrscheinlich gleich. 45 Sekunden, das schaffen wir gar nicht, oder? Achso, 45 Sekunden bis da hinten hin. Das können wir schaffen. Komisch, da haben definitiv die Pfeile gefehlt, weil da waren irgendwie die Möbel weg. Das hat mich total verwirrt. So, das haben wir. Kontrollpunkt aktiviert.
aktiviert. Hat's auch geschafft. Zum Start. Was aktiviert den Kontrollpunkt? Ach, ich muss nochmal aktivieren drücken, oder was? Also ich glaube, wir haben insgesamt 4 Minuten. Ach so. Oder 3 Minuten. Jetzt wissen wir aber den Weg, definitiv. Diesmal fällt man nicht. Aber das ist ganz komisch. Das hat mich jetzt nur verwirrt, weil da keine Pfeile mehr waren. Und ich so, hä, das kann ja nicht sein. Deswegen da... Also ich wusste den Weg eigentlich. Aber dadurch, dass die Pfeile weg waren, dachte ich so, hä, bin ich doch falsch? Und das hat mich ganz irritiert. Und das hat mich ganz wuschig gemacht. Aber eigentlich waren wir richtig gewesen. Mann, Mann, Mann. Naja gut, ist ja nichts passiert. Außer Verwirrung. So. Ich glaube, insgesamt ist es auch scheißegal, wie man da langläuft. Hauptsache, man kommt da zu diesem Kontrollpunkt hin. Haben wir nicht irgendwas, was auch die Ausdauer verlängert? Warte mal. Schauen wir mal ganz kurz. Scheiße, ist mein Red X. So. Okay, auf geht's. Prüfung beginnt in 15 Sekunden. Nein, ich wollte dich Psycho. Prüfung eingeleitet. Das hier. Ersten Kontrollpunkt aktivieren. Jawohl. Kontrollpunkt aktiviert. Go! Jetzt rocken wir das. Jetzt rocken wir das. Schnell weg hier. Was ist das? Renn! Aua! Leck mich! Renn! Sind wir schon vorbei? Ja, hier. Vierzig Sekunden. Sehr gut.
Manu Miller! Das ist mal Action! Herzlichen Glückwunsch, Bewerber. Okay. Greifen Sie bitte auf das Terminal zu, um die letzte Prüfungsunterweisung zu aktivieren. Noch eine Prüfung. Hei. Abschlussprüfung einleiten. Hallo Bewerber. Hier spricht Melody Larkin, Captain der Feuerteufel. Glückwunsch, du bist schon weit gekommen. Bis vor kurzem hätten wir dich als letzte Prüfung durch einen einfachen Bergwerksbrand geschickt. Aber heutzutage haben wir Wichtigeres zu tun. Die verbrannten Bestien strömen durch den Big Ben-Tunnel und lassen sich weder von tödlichen Dämpfen noch von Gluthitze aufhalten. Jemand muss dem ein Ende setzen. Und die Feuerteufel sind die einzigen, die dafür über die nötigen Kenntnisse und Mittel verfügen. Als Abschlussprüfung durchläufst du also einen von unserem Lieutenant Madigan erdachten Parcours, auf dem du lernst, wie man diese Verbrannten erledigt. Begib dich zum Belching Betty Schacht, wenn du bereit bist. Unser Betreuer Bot Bernie wird dich einweisen. Wenn du lebend und als Mensch zurückkehrst, bist du dabei. Juhey, das klingt doch super. Wie Zucker. Okay, gut. So, wir gehen jetzt mal da zurück zu diesem einen Lager da, wo wir drin waren, wo dann so Mutanten waren. Da möchte ich mich jetzt dann doch mal noch umschauen, weil wir da ja eine Art Mission hier hatten, nämlich diese nette Dame zu suchen, mit der wir den Bunker geteilt haben. Und ja, und dann sehen wir mal weiter. Das war spaßig. Und ein ganz schönes Abenteuer. Lass uns mal noch nach da hinten gehen. Da war ja so ein Riesenviech. Schauen, wer wen besiegt hat. Ist es das? Nee. Also auf jeden Fall liegt hier der Ork. Oder Supermantant. Kurz gesagt, das Riesenvieh hat ihn getötet. Ah, da ist es ja. Ja gut, wir müssen uns jetzt nicht unbedingt mit denen anlegen. Das ist Level 14, ja Wahnsinn. Gut, wir sind inzwischen auch Level 17. Schon gut, ne? So, dann gehen wir mal da rein und schauen mal, was wir da finden. KZB. Das klingt ja schon fast da wie ein Konzentrationslager. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Like da lasst, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann schauen wir uns in diesem netten Gebäude mal um. Haben ja auch einiges niedergemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal.